Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing, und zwar das Unboxing vom Ninja Fujimax SmartLid. Neues Gerät, 14 in 1 mit einem besonderen Deckel, das mir Ninja hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und ich werde das heute mal für euch auspacken, aber nur das Gerät, Menüs und Funktionen mache ich später, sonst wäre das Video einfach zu lang geworden. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Ordentliches Gewicht, 15,3 Kilo, das ist schon wirklich ordentlich. Der Postbote musste wieder ein bisschen schleppen, tut mir leid. Ja, auf der Kiste seht ihr hier schon, was das Gerät alles können soll. 14 in 1, also 14 Funktionen, im Wesentlichen in drei Bereiche geteilt. Wir haben einmal Schnellkochen, dann haben wir hier Dampf-Kombi-Modus und außerdem noch Heißluftfrittieren. Also das Gerät kann alles, was man sich so wünscht. Das ist eine ganze Menge. Gesteuert wird das alles mit dem SmartLid Slider im SmartLid. Neue Erfindung, neuer Deckel, schauen wir uns mal an. Das heißt, wir haben hier Pressure, also Druckkochen, Dampfkochen. Wir haben Kombi Steam, die Dampfkombination. Und wir haben hier Air Fry, Air Crisp, also Heißluftfrittieren. Auch das geht mit dem Gerät. Das Gerät soll angeblich hier wirklich eine Menge verarbeiten. 3 Kilogramm Hähnchen für 6 Portionen. Oh, das ist ordentlich. Der Topf 7,5 Liter, schauen wir mal, ob wir den wirklich voll machen können. Neu, für mich etwas neu hier und wirklich spannend, Smart Cook System, es gibt ein digitales Bratenthermometer, was eingebaut ist. Ja, ich habe mal alles ausgepackt und da ist schon eine Menge drin. Manches von dem, was ihr hier seht, wird euch vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr Ninjas Fujimax schon kennt. Manches nicht. Hier ist wieder eine Menge Papier dabei, was ich immer gut finde. Schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier vorne einen Topf, den kenne ich noch nicht, so ein Mehrzwecktopf, der ist wohl neu. Die Gittereinsätze hier, die kennen wir schon. Und den Knusperkorb kennen wir schon, den Topf kennen wir schon. Ja, die Maschine ist neu und die sieht wirklich gut aus, finde ich. Die ist stylisch. Also die ist schon sehr modern. Vorne mit so einem Display, was jetzt nur noch per Touch bedient wird, also keine richtigen Knöpfe mehr, bis auf einen Drehregler. Ja, sieht schick aus. Im Vergleich zu meinen bisherigen Maschinen, die ich jetzt hier schon habe, den Ninja Fuji Grille und den Fujimax 9 in 1, der ja einen zweiten Deckel hatte, hat jetzt der neue Ninja Fujimax SmartLid eben nur noch einen Deckel, also ein echter Komfortvorteil, und kann trotzdem mehr und genauso viel vermutlich. Ja, fangen wir mal mit dem Papierkram an. Eine Menge an Papier hier, großer Umschlag, ordnungsgemäß adressiert an Koch mal schnell. Und in dem Umschlag hier, da ist schon so ein bisschen was drin. Packt das mal aus für euch. Ich mag das ja immer, wenn die Dokumentationen ein bisschen umfangreicher sind. Ich fange mal an hier mit so einer Schnellstartanleitung. Die gibt es wieder in Deutsch, Englisch, Französisch. Ich finde das sehr gut. Die kann man sich wirklich in die Schublade legen, wenn man mal was nachgucken will, wenn man nicht mehr weiß, wie es geht. Schön strukturiert hier in diese drei Bereiche, die mit diesem SmartLid-Schieber dann eingestellt werden, zeige ich euch gleich am Deckel. Dann seht ihr auch nochmal die verschiedenen Töpfe, was es so gibt, wie die zusammengesetzt werden, wo die hingehören. Also das finde ich schon mal gut. Ja, es gibt noch eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung und da ist wirklich wieder alles erklärt, alle Teile, alle Funktionen, wie macht man das Gerät an, wie startet man, wie macht man es sauber. Das Ganze ist in Deutsch geschrieben, nicht maschinenübersetzt, kann man wirklich gut lesen, also sehr ausführlich, hat mir wirklich gut gefallen und hilft natürlich enorm bei solchen Geräten. Dann ist wieder dabei ein Rezeptheft. Dieses Rezeptheft gibt es auch wieder in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch. Und alle Gerichte orientieren sich wieder an dieser Slider-Funktion. Also es wird von vornherein gleich immer erklärt, 1, 2 oder 3, welche Funktionen man einstellen muss mit dem Smart Slider. Und dann könnt ihr die verschiedenen Möglichkeiten, die das Gerät hier bietet, auch nutzen. Vorausgesetzt eben, ihr habt richtig eingestellt, was ihr an verschiedenen Programmen nutzen wollt. Es wird auch erklärt hier, wie die Gitterroste funktionieren auf zwei Ebenen mit Dämpfen. Finde ich sehr gut. Die Farben sind wieder entsprechend sortiert. Und wir haben hier jetzt ein digitales Bratenthermometer, was im Gerät bereits verbaut ist. Das finde ich gut. Schauen wir uns an. Ja, der Ninja Fujimax SmartLid ist schon ein beeindruckendes Gerät.
ja, viel Kunststoff und Metall, fasst sich aber gut an und sieht schon edel aus, sieht auch gut verarbeitet aus. Vorne ein schickes Display, nur noch Touch bis auf einen Drehregler, ansonsten gibt es keine Knöpfe mehr, keine mechanischen Knöpfe mehr. Hinten sieht man dann hier nochmal den Kondenswasserbehälter, den kennen wir auch schon von der Cook4Me, von allen Dampfdruckkochtöpfen. Und den kann man eben rausnehmen und dann das Kondenswasser entfernen, wegschütten. Man lässt sich auch wieder einfach einklippen hier, wenn ihr mit der Dampfdruckfunktion gearbeitet habt. Toll, eingebaut am Gerät hier das Bratenthermometer. So geht das Ding nicht verloren, wie bei mir immer in diversen Schubladen, wenn ich mein Thermometer suche, wenn ich es brauche. Hier schick in so eine Halterung eingeklippt, immer ordentlich, immer aufgeräumt und geht nicht verloren. Hier kann man das rausziehen. Das lässt sich dann aus dieser Schale hier befreien. Und dann seht ihr eben schon hier beim Thermometer, hier vorne ist der Fühler für die Temperatur im Fleisch später und so eine Klinke, die zeige ich euch nachher, wo man die einsteckt. Ja, alles wieder verpackt, geht gut, eingeklippt, sicher verschlossen, klasse. Das Gerät hier hat auch Griffe wieder. Ich finde die nicht ganz so gut wie beim anderen, beim Foodimax 9-in-1. Da fand ich die schöner, weil man durchfassen konnte. Aber das Gerät hat Griffe und die braucht man auch, denn wenn der voll ist, der Topf, dann wiegt alles zusammen ungefähr 20 Kilo. Ja, jetzt ist hier der berühmte Smart Lid zu sehen. Ne? Vorne ist so eine Lasche. Da kann man runterfassen und den Deckel dann hochheben. Das seht ihr eben auch hier in der deutschen Version. Habt ihr dann auch auf Deutsch da einen Aufkleber drauf. Der lässt sich aber jetzt nicht hochziehen, der Deckel, weil der Schieber in der Pressure-Funktion war. Also unter Druck dürft ihr natürlich den Deckel nicht aufmachen können. Dann müsst ihr nach vorne schieben und dann geht der Deckel auch auf. Ja, auf dem Deckel wieder die üblichen Warnhinweise, bei den deutschen Geräten natürlich dann auch auf Deutsch. Bitte, bitte lest die, das ist wirklich wichtig, dass ihr euch nicht verbrennt oder keine Fehler macht. Ja, außerdem auf dem Deckel das bekannte Ventil von Ninja. Da seht ihr, das ist wieder so ein kleines Drehventil. Wir haben einmal die Position Seal, heißt geschlossen. Wenn wir dampfen wollen, muss zu sein, dieses Ventil. Und Vent geöffnet für alle anderen Funktionen. Dieses Ventil ist locker. Das muss so sein, das ist kein Fehler in der Produktion. Das Ding muss locker sein. Und wenn wir jetzt mal den Deckel aufmachen, dann gucken wir uns mal den Deckel an von innen. Der kommt schon sehr bekannt vor. Der ist sehr ähnlich zum Ninja Foodi 9-in-1, zum Cruiser. Mit dem Druckdeckel. Wir haben hier oben so eine Verstopfungsschutzkappe, wir haben ein Heizelement, Temperaturfühler ohne Gummidichtung und die lässt sich zum Reinigen auch rausnehmen. Hier kommt jetzt das digitale Bratenthermometer rein. Diesen Stopfen rausziehen, das ist der Temperaturfühler, sonst nicht verbaseln, sonst soll das Gerät nicht mehr gehen, sagt die Bedienungsanleitung. Jetzt können wir wieder unser Bratenthermometer ausklippen hier aus der Seite und aus dieser schicken Schale befreien. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir eben hier den Fühler und da die Klinke und die können wir jetzt hier einstecken und fertig ist unser Bratenthermometer betriebsbereit, ab ins Fleisch. Finde ich gut, das ist echt eine tolle Idee, finde ich klasse. Mal gucken, wie das funktioniert. Packen wir wieder weg und zumachen. Ja, der Kochtopf selber ist ein alter Bekannter, den kennen wir schon, der ist tatsächlich identisch, jedenfalls soweit ich es mit Passform ausprobiert habe, mit dem Ninja Foodimax 9-in-1, die sind gleich, innen schön beschichtet, hier seht ihr die Heizeinheit, denkt bitte daran, ihr dürft das Gerät auf keinen Fall ohne Topf betreiben, also bitte immer nur mit Topf, sonst kriegt ihr eh eine Fehlermeldung, geht nicht, also immer den Topf schön einsetzen und der Topf hier hell. Das finde ich inzwischen tatsächlich gut, weil man sieht, sind die Sachen angebraten oder nicht. Und im Topf hier könnt ihr sehen, gibt es wieder diese schönen Maßeinheiten in Deutsch, Liter und amerikanisch Cups. Auch das finde ich gut. Der Koch- und Knusperkorb für die Heißluftfritteuse oder auch zum Dämpfen, den kennen wir auch, alter Bekannter. Auch der ist identisch mit dem Knusperkorb für den Ninja Foodimax 9-in-1, geht also in beide Geräte rein.
Auch hier hat das Gerät wieder sehr praktisch unten diesen Kunststoffständer, den man abklippen kann, der dann eben getrennt in die Spülmaschine geht oder mit der Hand abgewaschen werden kann. Der Korb selber ist wieder beschichtet, lässt sich wirklich gut reinigen, das kann ich inzwischen sagen. Ich habe ja doch schon ein bisschen Erfahrung mit den Geräten. Also es geht gut und geht auch leicht wieder hier einzuklippen in diesen Halter unten. Und so geht das Ding natürlich in den Topf. Dann haben wir auch hier wieder einen doppelstöckigen Wenderost, alter Bekannter, ebenfalls, auch das ist schon bekannt von Ninja Fulimax 9 in 1. Also auch das hier ist zusammensteckbar, es sind zwei Teile, die könnt ihr einzeln benutzen oder eben so. Dann habt ihr zwei Ebenen, also doppelte Fläche, und dieser doppelte Wenderost, der lässt sich dann natürlich auch wieder in den Topf reinstellen, einzeln oder eben zusammen. Das geht gut. Und das ist tatsächlich neu. Diese Mehrzweckform kenne ich bisher nicht. Das habe ich tatsächlich vermisst, also für Pizza oder für Quiche oder für Kuchen auch mal. Ne, die hat ein paar Löcher unten drin, also für Suppe und Flüssigkeiten nicht gedacht, aber für Kuchen, Quiche und dergleichen hat man das bisher wirklich extra kaufen müssen als Zubehör. Diesen Mehrzwecktopf stellt man dann in das Gitter rein, in das größere, und dann kann man beides zusammen wieder in den Topf stellen und kann eben backen oder seine Quiche machen oder grillen, was man mag. Und wenn man abdecken möchte, dann kann man oben drauf auch noch diesen Deckel legen. Schön. Was ist mein Fazit? Also erstmal, generell finde ich das Gerät optisch tatsächlich gelungen. Also sieht sehr, sehr stylisch aus. Ich finde es ein bisschen wie R2-D2 oder wie so eine Raketenabschussbasis. Ich finde es sehr schön. Tolles Design. Mir gefällt es. Es ist eine gute Verarbeitung. Also wirklich schick. Da kann man nicht meckern. Umfangreiche Funktion. Wirklich viel zu tun mit dem Topf. Dampfgaren, Braten, Heißluft in einem Gerät. Wir haben ein großes Volumen. Ja, nicht 7,5, aber bis 6 Liter kann man ihn voll machen. Der Smartlid ist echt innovativ. Das eingebaute Bratenthermometer ist der Knaller. Und nützliches Zubehör ist auch dabei. Außerdem finde ich die Dokumentation gut, mit der kann man arbeiten. Negativ, wie schon beim ersten Gerät, wir haben keinen abnehmbaren Deckel. Das Gerät ist wirklich sehr schwer, 15 Kilo. Die Griffe finde ich nicht so optimal und der Deckel ist wohl schwer zu reinigen, lässt sich aber mit Dampf auch bearbeiten. Ja, das war's erstmal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.